Im Jahr 361 nach Christus zog der spätere römische Kaiser Julian mit 100 Schiffen auf der Donau in den Osten des Reiches, um einen Gegenspieler zu entmachten. Über 1600 Jahre später wiederholt eine Gruppe von Regensburger Wissenschaftlern, Studenten und Abenteurern die Reise auf einer nachgebauten Galeere. Maria-Ort bei Regensburg, Mitte August 2006. Zwei Jahre hat die drachenköpfige Regina auf diesen Tag gewartet. 22 Meter lang ist die originalgetreu rekonstruierte römische Galeere vom Typ Navis Lusoria, die jetzt von Regensburg bis Budapest fahren soll. 730 Stromkilometer in nur 18 Tagen liegen vor der Mannschaft. Ein wissenschaftliches Experiment. Mit Erkenntnisgewinn, Gewichtsverlust und Muskelzuwachs wird gerechnet. 22. Einfach anzünden kurz. Gewicht mit Klamotten 71,6. Was macht ihr da? Wir nehmen das Gewicht auf und führen die Statistik halt über die 18 Tage und versuchen auch ein bisschen den Muskelzuwachs zu messen am Bizeps und am Latissimus und die Belastung, die jeder persönlich empfunden hat. Was ist der Latissimus? Der Latissimus ist der Muskel hier unten. Der wächst halt auch ziemlich schnell. Okay. Hoffen wir. Kurze Frage, kann ich hiermit auf die Waage steigen oder ruiniere ich damit das Glas? Schlecht. Für die 49 Teilnehmer der Expedition beginnt eine Forschungsreise in die Vergangenheit. Experimentelle Archäologie nennt man das möglichst realistische Nachempfinden längst vergangener Lebenswirklichkeiten. Der Historiker Dr. Heinz Kohnen von der Universität Regensburg schickt das Boot auf die Reise. Er war der Initiator für den Bau des Schiffes. Jetzt möchte er es im Großversuch testen. 130 Kilometer pro Tag sollen die Römer mit solchen Booten einst bewältigt haben. Die Wissenschaftler schafften bisher kaum 30. Auf der Expedition soll die wahre Leistungsfähigkeit von Schiff und Besatzung festgestellt werden. Castra Regina hieß Regensburg zu Zeiten, als hunderte solcher Patrouillenboote auf der Donau das Römische Reich vor Raubzügen germanischer Stämme schützten. Zum ersten Mal seit 1600 Jahren bietet sich den Regensburgern nun ein solcher Anblick. Sie wollen nach Budapest rudern. Meinen Sie, die schaffen das? Ja, also so wie es im Moment ausschaut, glaube ich nicht ganz. Ich weiß nicht so recht. Also schaut ein bisschen durcheinander aus, die ganze Sache. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Warum nicht? Die Strecke ist lang und vor den Staustufen steht überall das Wasser. Glaube ich nicht. Und wie finden Sie so eine Idee, sowas zu machen? Die Idee ist nicht schlecht. Aber ich meine, sie hätten ein bisschen üben müssen vorher. Aber ob sie es schaffen, ich vergönne es ihnen, aber naja. Dabei hat die Mannschaft unter Anleitung von Stefan Mittermeier seit Monaten trainiert. Ist es jetzt so wie an einem richtigen Schiff? Das heißt, du bist Kapitän und die müssen machen, was du sagst? Es ist grundsätzlich so, ja. Ich bemühe mich zwar gelegentlich mal zu erklären, warum etwas gemacht werden muss, aber wenn es schnell gehen muss, wissen die auch, das Kommando kommt und es muss sofort reagiert werden. Und dieser militärische Ton hat durchaus seine Berechtigung. Das ist kurz, knackig, kräftig. Drückt aus, dass man sicher zu seiner Entscheidung steht und dass es keinen Grund gibt, nachzufragen. Es ist ein sehr seltsames Gefühl, plötzlich Leute quasi anzuschnauzen. So kommt es ja rüber. Aber man merkt auch sehr schnell, es geht gar nicht anders.
Geradezu mit dem Boot verwachsen zu sein, scheint Frank Jäcklein. Seemann aus Leidenschaft und gelernter Bootsbauer. Seinen Kenntnissen verdankt die Regina einen großen Teil ihrer Entstehung. Ich habe damals beim Bau von dem Schiff schon mitgearbeitet. Da war ich als Bootsbauer auf Wanderschaft. Und das hat mich einfach interessiert und dann bin ich da dazu, habe mitgeholfen und bin seitdem eigentlich auf jeder größeren Ausfahrt mit dabei. Welche Funktion hast du hier im Boot? Ich bin der sogenannte Bugoffizier, bin verantwortlich für An- und Ablegemanöver, bin dafür verantwortlich, dass was passieren muss. Also ich sehe ja weiter voraus als der Bootsführer hinten und habe deswegen auch die Stromkarten hier und schaue dann einfach, wo fahren wir hin, was kommt an Hindernissen auf uns zu. Und muss man da irgendeine Art von Schein haben dafür? Nö, einen Schein braucht man überhaupt nicht, auch der Bootsführer braucht keinen Schein. In der Zulassungsurkunde steht drin, man braucht die sittliche Reife, um das Boot führen zu dürfen. Wo liegt denn für dich der persönliche Reiz bei so einer Expedition? Ja, das ist einfach was Neues ausprobieren, das ganze Abenteuer drumherum. Das hat mich schon immer fasziniert und deswegen versuche ich da auch so Sachen mal mitzumachen. Ich wollte ursprünglich mal während der Wanderschaft eine komplette Weltumsegelung zustande bringen. Also natürlich in Etappen und dazwischen drin immer wieder arbeiten. Aber das hat nicht funktioniert. Das hat halt nicht geklappt. Aber das wäre nach wie vor noch ein Traum von mir. In der Antike waren die Römerboote sicher nicht so gern gesehen. Die Donau als Teil des Limes war nicht nur eine Kulturgrenze zwischen dem Römischen Reich und den Germanen, sondern mehr noch eine Wohlstandsgrenze. Die Fleischtöpfe der Römer verführten die germanischen Stämme immer wieder zu Beutezügen auf römisches Territorium. Dagegen dienten die schnellen und wendigen Patrouillenboote als Schutz und Abschreckung. Die Regina jedoch erweckt hier und da sogar Mitgefühl. Sie müsste mehr Begleitung haben. Sie sind so einsam. Aber sind sie auch so gekleidet? Ja. Wie die Römer. Ja, die Römer Kleidung an. Ja, das Ambiente ja auch ein bisschen stimmt. Ne? Ich bin ja ein Fan von den Römern. Gell? Man muss ja bewundern, dass zu dieser Zeit so viel erobert haben, dass sie überall hingekommen sind. Das ist ja Wahnsinn. Also, was man da immer sieht, da, ja gut, in Ordnung, ich meine, der Alexander Große hat es ja auch gemacht, der ist auch in Indien. So idyllisch wie hier dürften die Patrouillenfahrten der Antike selten verlaufen sein. Stämme mit wohlklingenden Namen und räuberischen Absichten wie die Jutungen, Markomannen und natürlich die Bajuwaren machten den Grenzflotten ständig zu schaffen. Keine historischen Schlachten, sondern tägliche Scharmützel galt es zu bestehen. Für die Antike eher untypisch, auch ein Teil der heutigen Besatzung. Ich singe im Kirchenchor. Echt? Ja. Regelmäßig? Ja. Und was studierst du? Ich studiere Geschichte und Kulturwissenschaften und Wissenschaftsgeschichte. Wie geht's dir denn? Ja, soweit ganz gut. Also ich hätte gedacht, es geht mir schlechter. Muskelkater in den Armen halt und an den Händen ein bisschen Schmerzen. Ansonsten geht's aber wirklich. Sonnenbrand bin ich auch noch verschont geblieben. Und ruderst du die ganze Zeit? Ich habe mich jetzt mal am Anfang wiegen lassen zum Durchrudern, aber mal schauen, soweit ich halt komme, soweit fahre ich auch. Und bis jetzt geht es mir auch noch ganz gut dabei. Was machen deine Hände? Ja, wenn der Hut nicht gerade wegfliegt, also 3-4 Blasen an jeder Hand. Das sieht man jetzt auch nicht so unheimlich stark, weil offen sind sie noch nicht. Ja, ich habe die jetzt mit Hirschtalg eingerieben. Das hilft auch gegen Wundliegen oder auch beim Wandern an den Füßen wunderbar gegen Blasen. Und das haben wir jetzt einfach an den Händen angewandt. Das hilft wirklich. Ein 18-köpfiger Begleittross zu Lande sorgt für Verpflegung und Unterkunft. Johann, jetzt fängst du auch an, Heringe zu setzen. Das ist aber gerade alles furchtbar schief, Leute. Hältst du da draußen? Das ist gut. Leute, ihr zerrt das total schief, wisst ihr das? Ja, das machen wir nachher gerade. Wir wollen es erstmal stabilisieren. Anne, wie krumm ist das? Ja, sehr krumm. Total. Die Anfangsschwierigkeiten waren jedoch bald überwunden. Und ohne den Toss wäre die Reise undenkbar gewesen.
Einen derartigen Service hatten die römischen Soldaten früher nicht. Sie mussten sich selbst versorgen, hatten auf längeren Reisen Frachtschiffe mit Proviant dabei. Zudem waren die Schiffe viel zu schnell für jeden Fußsoldaten. Der Windschiff ist Schleuse Straubing. Und keine Schleuse unterbrach damals die Fahrt. Überrascht vom ungewohnten Anblick war kaum ein Schleusenwärter, den man übrigens heute gar nicht mehr so nennt. Gegenseitig zum Schleusenwärter? Ja, Schleusenschichtleiter nennen sie das. Ja, ich bin praktisch ganz alleine um und bin alleine der Leiter. So. So ein Rhythmus, das sehen wir nicht jeden Tag, oder? Ja, man sieht halt andere Paddelbootfahrer und Sportboote. Also ein Rhythmus haben wir. Ganz selten. Jede Schleusung bedeutet einen erzwungenen Aufenthalt, aber bei hochsommerlicher Hitze auch eine durchaus willkommene Pause. 14 Schleusen mussten auf der Fahrt überwunden werden, zusammengerechnet ein Zeitverlust von mehr als einem Tag. Zusätzliche Kosten entstanden durch die Schleusen keine. Müssen die jetzt irgendwas bezahlen? Nein, die Donau ist frei, das ist international. Die kostet nichts. Da braucht der Slowak nichts zu zahlen, der Ungar nicht, die Rumänen nicht, die ukrainischen Schiffe nicht, gar nichts. Aber jedes Boot wird sorgfältig registriert. Galerie. Und ich schreibe jetzt mit KZ, schreibe ich mir hin. Römerboot schreibe ich mir hin. Was bedeutet Kfz? Kleinfahrzeug. Ah. Weil es ein Kleinfahrzeug ist. Kleinfahrzeuge sind Sportboote, also wo unter 20 Meter sind praktisch. Alles so, unter 20 Meter? Ja, so Sportboote, Paddelbootfahrer, Kanufahrer, mhm. Ruderboote. So passt sie. Die Regina wurde nach archäologischen Funden und antiken Zeugnissen möglichst genau rekonstruiert, lässt deshalb präzise Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit römischer Flussschiffe zu. Schwieriger ist das bei der Mannschaft. Helm und Tunika machen aus einem Studenten noch keinen römischen Soldaten. Und immerhin ein Fünftel der Crew besteht aus Frauen. Undenkbar in der Antike. Nur wenige Besatzungsmitglieder dürften also den athletischen Standard eines trainierten römischen Kriegers erreicht haben. Zusätzlich zur täglichen Plackerei zahlte übrigens jeder Teilnehmer 150 Euro, um das Unternehmen zu ermöglichen. War das heute anstrengend eigentlich? Ja, total. Also vor allem die Sonne war halt brutal. Hat es runtergeschienen und man ist halt nicht geschützt, man hat kein Sonnensegel. Und man kann sich einschmieren und so, aber man ist halt echt fertig. Wie macht ihr das eigentlich? Ihr macht gar keine Pausen unterwegs richtig lange, gell? Nee, 5 Minuten mal. Also sonst immer gleich durchrudern. Ist das Absicht? Das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt überlegt, dass wir so circa 7 Kilometer pro Stunde schaffen. Und mein, jetzt haben wir ja die ersten 2 Tage nur 30 machen müssen. Aber es kommen jetzt dann welche Tage auf uns zu, wo wir 50 machen müssen. Und da schaffen wir auch nicht mehr Pausen zwischendurch. Und deine Hände, wie sehen die aus? Na, die sind gut. Ich bin sozusagen vorbereitet. Hast du das Gefühl, das ist sinnvoll? Ja, das finde ich schon. Also, ich weiß nicht, im Moment sehe ich es jetzt nicht so aus dem wissenschaftlichen Standpunkt, weil ich einfach erschöpft bin und ja, habe irgendwie keinen Bock, dass ich da jetzt noch wissenschaftlich drüber philosophiere. Aber ich meine, das ist schon eine coole Erfahrung und ich bin eh so, dass ich immer was Neues brauche, wegen abenteuerlustig. Also passt das schon. Also für dich selber ist okay so? Mhm. Aber vielleicht fragen sie mich morgen nochmal und dann sage ich was ganz was anderes. Aber heute bin ich erst einmal erschöpft und bin fertig. Okay, danke. Über den Verbrauch an Sonnencreme führte niemand Buch. Aber 80 Kisten Bier, ungezählte Melonen, 50 Kisten Radler, 2000 Semmeln, 36 Kilo Aufschnitt und 250 Rollen Toilettenpapier wurden verbraucht. Und Wasser bis zum Abwinken.